Wir brauchen die Reifen noch heute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist tatsächlich passiert. Wir sind an der Nordschleife gelandet hier. Azubi ist am Start. Ivy ist am Start. Heute unser Fahrer. Flo direkt von der Nachtschicht auch am Start. Ausgeschlafen. Ausgeschlafen, genau. Wie immer. Motiviert. Motiviert. Er ärgert sich, dass hier im Barren nicht schon der 2JZ GTE drin ist. Ne? Ja. Weil wir sind tatsächlich undercover als Sauger hier heute am Start. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung herzufahren. Weil es ist unglaublich, was hier so abgeht. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, bisher gar keine Polizei. Auch gerade vorm Hotel an dem bekannten Kreisel. Alles voll, aber keine Polizei. Also bisher alles entspannt. Es gibt natürlich ja gerade so ein paar Kandidaten, die sich im Tunnel wieder hinbenehmen. Aber das gehört immer dazu. Wir wurden wirklich leider gerade animiert, dass wir jetzt gleich unsere allererste Runde Nordschleife fahren. Und diese Es muss ja vorher noch kaputt gehen, der Sauger, ne? Diese allererste Runde tatsächlich hier im Goldbarren. Ich fahre mit Absicht nicht, Ivy übernimmt das heute. Er ist nämlich bekannt dafür, dass er extrem schnell und vorsichtig fährt, wie immer. Alles kaputt kriegt. Diejenigen, die uns gesehen haben, wissen, wie tief das Ding ist. Jawohl. Aber hat so ein bisschen was hier von Jahrmarkt auch. Also ist wirklich krass. Nein. Wir haben uns wirklich überlegt, bevor wir uns irgendeinen Parkplatz suchen, weil noch ist die Strecke auch nass. Das heißt, das ist für uns umso besser, einfach mal nur entspannt hier eine Runde zu cruisen. Genau das wollen wir machen. Und dann geht es auch gleich schon los auf die Strecke. Ich habe mir eben gerade online noch mal kurz ein Konto gezogen. Weil ich glaube, aussteigen und Ticket kaufen ist nicht. Jahreskarte haben wir noch nicht. Aber ganz geil gemacht, kannst du einfach einen Online-Account machen, packst ein Guthaben drauf, hast einen QR-Code und das soll gleich funktionieren, dass wir den zeigen. Aber Schäfchen ist auch hier, Otto. Vielleicht können wir mit dem eine Runde fahren. Nein. Vielleicht fährt Tom noch seine erste Runde. Und letzte. Erste Runde 2JZ. Vorhin, du bist es ja gewohnt, einen Sauger zu fahren als 2JZ, ne? Ja, genau. Bis 6,5 wird bei dir ja auch nicht viel passieren. 6,5. Und nein, dann brauchen wir einfach einen geilen Tag haben. Was denkt sich wohl so ein Porsche-Fahrer, wenn er hier steht und so einen ultraflachen goldenen Barren hier stehen sieht? Der muss sich doch denken, Alter, die vier haben sich verhört, oder? Zu viert hier in der Kiste. Denken sich, erst ist dazu egal, er ist auf ein Auto draufgegangen. Oder die denken sich, ach, schon wieder so ein 2JZ-Schlachter. Bei Kleinanzeigen wieder Motor drin. Fängt teurer als das Auto. Vor allem gerade noch zu viert, ne? Also eigentlich erfüllen wir jegliche Klischees, ne? Zu tief? Bier fehlt noch. Breite Felgen, vier Leute in der Butze, noch keine Runde Nordschleife, aber am Karfreitag eine Runde drehen. Genau das wollen die Leute eigentlich haben. Und Reifenplatze. Wir benehmen uns, wären wir nicht ohne Grund die Michis aufgezogen hier. Und das wird gut. Das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Nein, Einfahrt und Ausfahrt. Warst du hier noch nie? Nein. Nein, warum soll ich anlügen? Ich wollte schon ein paar Mal. Echt? Nein, also ich bin selber auch nie gefahren bisher. Ich kenne es nur aus den ganzen Videos und so weiter. Du musst halt jede Runde immer raus und wieder rein. So Jungs, dann Ah, die ist doch, guck mal, die ist doch Platz, können wir parken. Pass auf, da kommt noch so, okay, ne? Alter. Guck mal, den drei, mach doch mal ein bisschen ein Video hier. Nein, Mensch, er filmt doch. Nein, er filmt trotzdem ein bisschen mit dir. Ja, was ist los mit dir, Alter? Jawohl, los geht's. So, also kennt wenigstens einer von euch hier die Strecke? Nö, auch nicht. Nö. Das ist halt echt ganz witzig, dass man hier links die Autos sieht. So, ne? Ja, da gibt's doch mal einen Kickdown hier. Scheiße, Mann. Ich bin begeistert. Aber wie gesagt, wir haben alles. Aber ich kenne immerhin, ich hab mal ein paar Tage zu Hause genutzt und bin ein bisschen Simulator gefahren. Ich kenne die Strecke schon. Echt? Quatscht ein Schrott. Nein, das ist kein Spaß. Warte auf, jetzt geht's eng rum. Auf dem Handy oder was? Nein, eng rum. Rechts? Nein, ist kein Spaß. Dann wieder links, links und jetzt kommt die engste Stelle. Rechts rum, kannst aber nach ganz links auf den Körper raus. Ich dachte gerade, es schleift, aber dann hier weiter aus. Hinter der Kuppe, bremsen, links rum. So, und auf dem Simulator konnte ich ab hier voll auf dem Pin stehen. Keine Ahnung, ob das hier auch geht, aber das ist schon 2JZ hier. Aber ist kein Cayenne hier, ne? Also wenn dann müssen wir nur mit Schleifen ein bisschen aufpassen. Ich muss aufpassen, links hier. Oh! Oh. hinter mir sind schon 10 Fahrzeuge. Ja, also wenn dann, also generell Regeln auf der Nordschleife, ist es ja wie eine öffentliche Straße hier, also rechts fahren, weil die Leute werden links überholen, beziehungsweise man darf nur links überholen. Da ist das.
ist geil. Aber für so eine Scheiße lohnt sich doch einfach jede Fahrt her. Ne? Aber krass, um so ein bisschen jetzt mal den Leuten zu zeigen, also selbst auf dem Video kommt das hier nicht so rüber, wie hoch und runter es geht. Ja, das stimmt. Krass, ne? So, Cindy, ballert schon hinterher. Hier kommt jetzt rechts, kannst du stehen lassen. Du brauchst keine Bremsen. Das ist okay. Du brauchst keine Bremsen. Du brauchst gar nicht bremsen. Nein, so also ein bisschen kann ich jetzt einschätzen. Der geht auch noch. Der geht auch noch. Ja, also mit der Geschwindigkeit, wie wir jetzt gerade fahren. So, okay. Jetzt kommt die Highspeed-Passage. Ist halt auf dem Simulator ein bisschen was anderes. Ne? Da lässt man einfach hammerhart stehen, 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 stehen. So. Hier auch noch voll stehen lassen? Nee. Ich kenne das Auto gar nicht. So. Auf dem Simulator? Nein, nein, ich sag dir schon, wenn der enge Kurven kommt. Also ich weiß schon, wann enge Kurven kommen. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das so, Ding verhält. Hier, jetzt kommt eine Linkskurve. Ah, wei, Alter. Es geht doch in die richtige Richtung hier. Guck, da ist ja die Brücke. Oh, der schleift, Junge. Oh, geil, Alter. Die Michis funktionieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Michis können was. Oh, da unten irgendwo. Oh. Ja, aber der Auspuff schon verloren. Okay, hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz schöner Acker, das hätte ich gar nicht gedacht. Boah, Alter. Was hier so geht. Also klar, wir fahren jetzt natürlich auch nicht in die Ideallinie, aber es ist ja schon so. Ich gucke mal, Alter, Schwede. Aber ich hätte ganz ehrlich gedacht, dass mehr los ist. Da gibt es was Geileres am Karfreitag, als im Barren mit dem Bier hier durchnageln. Wenn der gleich noch quer kommt, ne? Der Simulator ging ja so 110. Mit welchem Auto aber? Aber genau. Und das merkst du selbst hier im Simulator schon, wie langsam das Ding hier wird. Wie war es im Barren im Simulator gehabt? Nein, aber selbst im GT3 und so. Achso. Ja, ist ja quasi das Gleiche. Ab hier ist jetzt eigentlich stehen lassen. Okay. Linkskurve. Eigentlich. Nein, kannst du. Kannst du wirklich stehen lassen. Man sieht das schon. Hey, wie ein bisschen schnell hier. Linkskurve, da kommt eine kleine S, da kann man aber gerade durchfahren. Aber wir haben ja Ersatzfahrzeuge mit. Wer vertraut dich? Hier bräuchten wir jetzt den Lader, ne? Und jetzt müsste das hier berghoch einfach nur spulen. Müsste einfach nur gummieren. Wir müssten hier einfach nur hochgummieren, Alter. So, jetzt geht's zum Karussell. Bleib mal außen, fahr mal bitte außen das Karussell. Ja, ja, ja. Dass wir nicht den, warum? Dass wir nicht den Auspuff jetzt hier gleich noch wegrasieren, Alter. Aber ich glaube, wenn wir hier jetzt in der Mitte über die Kante rüberfahren. Oh jo. Das ist nicht so geil. So, was meinst du, was hier los ist, wenn du über diese Kante da so rausspringst? Ja. Alter, aber Abarth hier rüber wäre schon mal geil. Ne? Ja, ist halt total gefährlich, ne? Weil du weißt ja, was du hier so an Speed kriegst. Ne? Wie sieht's aus für die weiter? Du musst mich navigieren. So. Oh, Ölspur. Ölspur, ja, aber erstmal entspannt hier. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es ein Wahnsinn, dass hier nicht viel, viel mehr passiert. Weil. Gerade in aktuellen Zeiten, wo sich ja schon alle irgendwie so zusammenreißen mit den Autos. Oh, kommt die Hinterachse kurz angekündigt hier. In solchen Zeiten, dass die Leute hier an einem Karfreitag jetzt nach Winter nicht einfach voll eskalieren. Also es ist schon krass, was hier noch so geht. Vor allem auch, was für Autos hier rumfahren. Ja. Alter, zieht doch her, was hier geht. Heftig, Alter. Was für Menschen. Guckt euch das an, was hier... Kurzes Resümee während der Runde schon. Also, es ist halt tatsächlich so, die Nordschleife muss man einfach fahren können. Wenn du hier nicht Runde für Runde abspulst und wirklich in- und auswendig jeden Fleck auf der Strecke kennst, kann ich mir wirklich vorstellen, dass es Leute gibt mit 1-200 PS, die dich in Grund und Boden fahren. Also, das ist definitiv. So, das hier ist die Sprungschanze, wo die Leute in meiner Luft sind. man muss wirklich jeden Curb die Strecke kennen und. Überrascht bin ich. Ich hätte gedacht, es ist viel, viel mehr Verkehr. Also es war jetzt bisher, wenn ich mir überlegen würde, dass wir jetzt ein bisschen zügiger fahren würden, war es bisher in der Runde noch nicht so, dass mich der Verkehr gestört hätte oder dass wir stark darauf achten müssten. Das ist eigentlich... Das ist okay. Hey, da geht das hier runter. Und schon wieder hinten angeführt. Boah. Bremse geht, ne? Oh. Guck, da sind wir. Ein Tonofahrer, der wird halt hier voll das draufstehen, ne? Ich glaube, der wird schon seit Start voll das draufstehen. Der wollte erst rechts, dann links. Ah, was, ne? Aber es fährt so ein bisschen 24 Stunden viele. Und jetzt, Leute, überlegt euch mal, ihr ballert die Strecke hier dunkel in meinem 24er, ne? Oh, so, jetzt das kleine Karussell, ja, das ist nicht ganz so schlimm. Also darfst nur nicht genau jetzt über die Kante logischerweise fahren, ne? So, das war die Runde und jetzt seht ihr hier, das ist halt immer das Gefährliche. Man steht jetzt halt gleich mit den Kisten in der Schlange.
Das heißt, da muss man schon über die letzten Kurven ein bisschen Halbgas machen, dass die Kids jetzt hier, dass die Kiste hier nicht gleich abbrennt. Die Kids! Die Kids. Ah, aber ich sag euch, Leute, Fun-Faktor definitiv Level 1000. Auch scheißegal, scheißegal mit welchem Auto. Also das geht wirklich mit jedem Auto, auch mit Bus, wie auch immer. Fun-Faktor definitiv einfach nur geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Karfreitag hier ein bisschen zu ballern. Aber macht's wie ich. Geht wirklich an die Nummer mit extrem viel Respekt dran, sonst wird es in Hose gehen. Sini, wie war's? Also Nürburgring ist immer eine Reise wert. Wer es noch nie gemacht hat, sollte es definitiv machen. Ja, allein dieser Höhenunterschied, wenn er nicht dann. Und? Bremsdruck noch da oder Pedal schon auf dem Boden? Hast du Handbremse schon genommen? Ja, ja, irgendwann war der Kittel da. Von 5.1. Also, das war erste Runde Nordschleife. Ich gebe euch mal kurz einen Überblick, was hier so los ist. Also man steht halt wirklich leider, also um von der Strecke runterzukommen, haben wir gerade locker eine halbe Stunde gebraucht, aber haben zum Glück hier direkt einen Parkplatz gefunden. Und jetzt gucken wir mal, ob hier eigentlich noch Profil drauf ist. Aber das sieht gut aus. Bremse hat das auch top gemacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Also da muss ich wirklich sagen, die Carsport funktioniert, ne? Ja, gut, die Felge. Jawohl. Ja, guck mal, jetzt haben wir ein bisschen Temperatur bekommen. Also klar, war jetzt auch absolut keine schnelle Runde, ne? Aber man kann schon sagen, eigentlich brauchen wir jetzt hier so einen Aufkleber Nordschleifen approved, ne? So einen kompletten Aufkleber über die Seite. Nein, schon witzig. Auf der Tiefe. Das hat er echt gut gemacht, also da kann man schon sagen. Kein Rennauto, aber man kann immerhin mal eine Runde Nordschleife fahren. Jetzt gehen wir was essen, würde ich sagen. Oh ja. Ich mach jetzt schon Alarm, mein Lang. Wolltest du nicht irgendwann noch warm fahren? Ja. Jetzt ist er warm. Also wir haben Kaffee getrunken, aber uns hat es einfach wieder hier auf die Strecke gezogen. Und ich glaube, es fängt auch gleich ein bisschen an zu regnen hier. Ich versuche mal in dieser Runde mal so ein bisschen die Leute einzufangen als Beifahrer. Ich versuche mal hier so aus dem Fenster raus ein bisschen zu filmen. Und ich mache hier für Ivy den Check. So Ivy, du kannst jetzt voll draufhalten. Den Ding. Die steht da schon. Hier links den Körb kannst du voll mitnehmen. So, über den rechten Körb kannst du auch noch rüberfliegen. Nee, brauchst du nicht bremsen. So. Und jetzt. Relativ scharfe rechts. Dann kommt eine scharfe links. Jetzt kommt der ganz scharf rechts. Hat sich weit rausfallen lassen bis auf den Körb. Da kannst du drauf stehen bleiben. Und nach der Kuppe kannst du über die Kuppe noch rüber und dann bremsen. So, guckt euch die ganzen Leute hier an. Two JZ Power, Nordschleife, Karfreitag. Ja, da ist er. Ich sag ja, der funktioniert nur auf Zug hier, ne? Oh! Jetzt regnet, Jürgen. Guck, siehst du, so geht das. Guck, und jetzt hoch. Ja, Alter, da geht das EFP an. Ich hab mich schon gewundert, was hier so piepst, ey. Das ist Verhöhlung. Und die EFP doch aus, kannst stehen lassen hier. Die kannst stehen lassen. Wo ist denn der M3, Mann? So, jetzt kommt dann Rechtskurve, die ist allerdings nicht so eng. Der ist auf unserer Ölspur aus Grundstrahl. Sieht nicht alles okay bei dir? Du guckst so. Ja, aber hier ist noch alles in Ordnung. Macht mir als Straße, Kollege. Macht mir als Beifahrer fast mehr Spaß, ne? Da habe ich keine Verantwortung hier, sondern kannst einfach nur genießen. Kannst dich auch wirklich draufhalten. Aufhalten. Nein, das ist doch nur eine Kuppel. Du kannst einfach rüberfahren hier. Hier kommt keine Kurve. Nein. So, jetzt bremsen. Jetzt kommt eine Linkskurve. Ich gehe einen Gang runter. So, und dann kommt eine relativ enge Rechtskurve. Ah, jawohl. Da, beim Downshift kommt der Heck hier schon. Ne? Aber überleg mal, wie man hier mit richtig Saft dann halt durchhaut. Ne? Komm, einmal Begrenzer. Nein. Da kommt schon einer angeflogen. So, jetzt geht's hier berghoch.
Achtung, da kommt eine Linkskurve. Oh, Adenauer Forst jetzt hier. Echt cool. Lass dich nicht vorbei, sag doch mal, ich die Tür aufmachen muss. Hey, Philipp, ich stehe voll drauf. Was ist denn los jetzt hier? Wo ist die Bau? Wo ist die Bau? Da kommen die ganzen Bullen hier jetzt und fliegen vorbei. Ja, das ist halt das Problem, wenn man die Strecke nicht kennt, ne? Aber noch einmal wassertemperaturmäßig so keine Probleme. So, eine etwas schnell links und dann kommt eine Enge links. So, danach kommt eine Enge rechts. So, Enge rechts. Oh, Albi fängt an, die Curbs zu nehmen hier. Statt den nächsten Gang. Nein, du kannst auch stehen bleiben, der hat einen geilen Begrenzer. Jetzt wird es hier langsam ein bisschen schneller auf der Strecke. Okay, das war ein Begrenzer. Ja, die Bremse ist auf jeden Fall geil. Der Schalter. Das ist keine Automatik. Die Filomatik, Alter. Guckt euch das an, Alter, was hier los ist. Der Wahnsinn. Ja, Volllast, ne? Hier braucht man halt echt Leistung. Aber guck mal, Alter, wie sauber der das macht hier. Keine Temperaturprobleme. Was? Das ist nicht warm. Boah, wie gut der so scharf ist eigentlich. Oh, jetzt kommt ein Bolide hinter uns. Oh, das tut's. Jawohl. Den rasier ich jetzt. Den Gang runter. Vollgas, Alter. Vollgas. Ah, hier brauchen wir halt Leistung hoch. Ah, jetzt geht's hoch zum Karussell hier. So, wir bleiben außen im Karussell, ne? Ja. Mit unserer tiefen Bude. Weil hier guckt euch mal an, was das hier für eine Senke in der Mitte ist. Das ist schon nicht das ohne. Das sieht man doch gar nicht. Hallo. Guck, da geht der E36 innen vorbei. Guck, siehst du, Ivy, so geht das, Alter. Da wird der 3er TDI hier nochmal. Witzig ist, wenn es leicht bergab geht, fühlt sich das Auto gleich viel stärker an, ne? Ja. Leicht bergab, Alter, das ist ein freier Fall hier. Leicht bergab. So, aber Bremse macht das mit, ne? Nö, Bremse ist gut. Ja, zieht euch mal rein, was hier los ist. Danke. Das ist echt so der Teil von der Strecke, der am geilsten ist. Oh, 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 ist doch Scheich mit seinem Mito hier. Achtung, geil, wie die Kurve ist, Engel. Die Sprungschanze, Alter, wenn wir mit allen vier Rädern fahren, hier in der Luft sind. Aber diesmal waren wir schon schneller, ne? Wie das letzte Mal. Ja, und du bei den Zweikern gefunden hast. Guck, Alter, überholt jetzt schon die Mädels im Swift hier. Ehrlich? Kann doch nicht wahr sein, Alter. Achso, das ist hier Jan-Erik Sloten, ja. Oh, er wartet bestimmt auf uns hier. Was hier mir jetzt? Er kennt die Strecke. Er kennt die Strecke auf jeden Fall. Ja, das ist gar kein Lager mehr. Das war's tatsächlich hier schon. Heute gesagt, dass wir ihn überholen. Okay, ja, und hier ist jetzt mal voll. Die Pellen warm auf jeden Fall. Oh, die Karosse gebürdelt, Alter. Wieso hat er geschliffen? Alter, das hat so hinten aufgesetzt. Echt? Hast du nicht gemerkt? Alter, Bruder, als hätte das Felgenhorn so auf diese Kante geschlagen. Aber jetzt gebürdelt er. Alter, hier ist alles gebürdelt. Also, das war auf jeden Fall Runde Nummer 2. Erbarren.
mit unserem H&R-Fahrwerk hat das sensationell gut gemacht, wie er gemacht. Wir waren mit Sicherheit nicht die schnellsten, aber es könnte tatsächlich sein, dass wir die tiefsten waren. Und die meisten im Auto. Und die meisten im Auto, zu viert. Nein, hat einfach nur Bock gemacht. Aber man lernt dann doch relativ, ich finde immer krass, man lernt die Strecke beim Live-Fahren schneller, als wenn du sie auf der Konsole fährst. Da lernt man sie auf jeden Fall langsamer immer, finde ich. Hat er Bock gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob wir ein paar schöne Autos irgendwo finden. Was halt auf der Nordschleife einfach geil ist, man hat hier eine Corvette, hat dann so einen schönen Skoda Fabia da hinten, schön Ibiza, Ford, Benz, alles am Start hier querbeet. Aber am meist gesehen ist definitiv, würde ich sagen, M2 oder Porsche GT3. Ja, die Tesla auch am Start. Guckt euch hier so ein Golf 4 an. Käfig drin. Ein bisschen Bremse gemacht. Hatte sogar gerade eine Anhängerkupplung dran. Und schon geht's los. Und so sind auch wirklich viele Autos hier heute. Es sind wirklich viele Autos bei, die einfach nur Bock haben auf ein bisschen schnelles Autofahren. Oder hier zum Beispiel hinten. Der Renault. Oder Citroën? Keine Ahnung, was das ist. Renault, ne? Renault. Mal frische Winterreifen aufgezogen und los ging's heute Morgen. Also E46 M3s, finde ich, sieht man ehrlich gesagt gar nicht so viele. Da hätte ich mit mehr gerechnet. E92 sieht man viele und E36, aber E46 wahrscheinlich schon zu wertvoll geworden mittlerweile, die Autos. Also eine gute Stunde später können wir endlich von der Strecke abfahren hier. Und hier hat auf jeden Fall auch einer ein bisschen Öl verloren. Ist er ölig, ist er fröhlich hier. Aber immer noch voll. Das ist Widerstein, hier links ist Widerstein. Aber immer noch voll. Ach, da ist Flo. Was allerdings ganz geil ist, am Karfreitag entstehen hier auch wirklich so Wörthersee-Vibes. Also dieses Stehen, bleiben, fahren, warten, Stau, überall nur getunte Autos. Wirklich so ein bisschen was, wir da sehen. Nee, Stilling habe ich bisher auch gar nicht gesehen. Nein, alles gut. So, nur dass man halt dann auf der Strecke tatsächlich hier und da auch noch ballern kann. Aber es ist schon so, jedes zweite Auto ist irgendwie schon ein bisschen getunt hier. Schon ganz nice. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch irgendwo was ein bisschen zum Gucken kriegen oder einfach einen Kaffee trinken. So, das war's von der Nordschleife. Wir haben uns hier gerade das Video angeguckt und Nico ist berechtigterweise aufgefallen, dass es gar kein Ende gibt, weil es war tatsächlich so, wir waren das erste Mal nicht mit meinem Bus unterwegs. Ich war allerdings heilfroh, dass wir uns einfach so geil mit 4 Leuten in diesen Goldbarren reinschmeißen konnten. Aber wir hatten natürlich kein Ladegerät mit für die Kamera. Und die Akkus, die ich einfach auf die Schnelle gegriffen habe, waren natürlich auch nach kürzester Zeit leer, beziehungsweise so kurz war es gar nicht. Auf jeden Fall, wir konnten nicht mehr weiterfilmen, war allerdings auch nicht schlimm, weil ich habe diesen Tag an der Nordschleife am Karfreitag wirklich genossen. Es war für uns wirklich mal wieder so ein Jahreshighlight, weil die Location vor Ort, die Strecke, die Leute, es haben wirklich alle nur Benzin im Kopf. Die Polizisten 100% korrekt, alle, die uns gesehen haben mit dieser schweinetiefen Bude, die übrigens wirklich nicht geschliffen hat. Ich kann es wirklich kaum glauben. Wir blenden mal ein Bild ein. Es ist auch noch tatsächlich Profil auf den Reifen drauf. Das kann ich auch nicht glauben. Also da haben die Jungs von MB und H&R wirklich perfekte Arbeit gemacht, weil das Ding kann einfedern, kann sich verschränken. Es schleift nicht. So. Wir haben fast 1000 Kilometer mit diesen Goldbarren gemacht. Es hat einfach nur gebockt. Es hat Spaß gemacht. Es war genau richtig, mit diesem Auto diesen Tag an der Nordschleife zu verbringen. Karfreitag für mich auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wir werden nächstes Jahr wieder vor Ort sein. Ich denke mal auch eine Nacht vorher und nachher. Ich habe schon im Internet viel Kritik gelesen, dass es so ein bisschen Wörthersee, Ballermann-mäßig und so weiter wird. Das kann ich jetzt so nicht direkt sagen. Ich weiß allerdings auch, dass ich nicht die Nordschleife kennengelernt habe, wie die Nordschleifen-Freaks sie gerne haben. Dass man halt einfach ballern kann, schnelle Runden fährt, auf Zeiten fährt und so weiter. Wollte ich allerdings auch gar nicht. Deswegen bin ich auch mit den Goldbach hingefahren. Für mich war es wirklich ein gelungener Tag. Die Jungs haben sich bei mir bedankt, dass ich sie überredet habe, dass wir da tatsächlich hingefahren sind, weil es sind für uns 400 Kilometer eine Strecke, ist natürlich auch nicht gerade wenig. Aber ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich selber habe es noch gar nicht gesehen. Ich weiß, wir hatten Spaß, das ist die Hauptsache. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.